Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Bevor ich beginne, möchte ich zunächst einmal sagen, vielen Dank an die Organisatoren, dass ich heute hier vortragen darf. Also, es war wirklich fantastisch. Ich habe gestern schon gesagt, wie viele verschiedene Leute hier sind. Wirklich eine tolle Konferenz und es ist immer schön, wie für jemanden wie mich, der in London arbeitet, auch mal nach Frankfurt zu kommen und einfach mal zu hören, welche Art von Diskussion hier geführt wird. Und ich kann nur sagen, zu gestern kann ich wirklich sagen, Glückwunsch. Ich habe da auch einige neue Perspektiven gelernt. Also bevor ich beginne mit meiner Präsentation, möchte ich ein bisschen was als Hintergrund geben zur Flugsicherung in NATS. Also wir haben ein bisschen weniger Flugbewegungen als hier drüben. Also 2008 waren wir die erste Organisation dieser Art in der Welt, die Umweltziele hatte. Wir hatten also Ziele, die die CO2-Emissionen verringern sollten und da bestimmte Ziele auch hatte für 2020. Aber es geht eben nicht nur über die Emissionen. Wir haben natürlich auch erkannt, dass Lärm um die Flughäfen, an denen wir arbeiten, ein Thema ist. Und deshalb arbeiten wir natürlich auch mit unseren Kollegen bei den Flughäfen und Fluggesellschaften, um das angehen zu können. Also in meinem Vortrag soll es im Grunde darum gehen, was kann denn der Flugverkehr machen, um die Lärmbelastung zu verringern? Was machen wir momentan, ist die erste Frage, die ich stellen werde. Und dann, was machen wir im Hinblick auf die Veränderung der Situation, damit wir künftig eine geringere Lärmbelastung vorfinden? Und natürlich haben wir gestern schon sehr viel gesprochen über den nachhaltigen Flugbetrieb, nachhaltige Flugsicherung und so weiter. Und von daher ist es schön. Ich habe nicht diese ganze Arbeit gemacht, muss ich dazu sagen. Also ich kann nicht das ganze Lob dafür einstreichen. Aber ich kann nur sagen, einige Flughäfen in Großbritannien haben zusammengekommen und haben gesagt, okay, welche Art von Lärmbelastung wollen wir denn tolerieren und akzeptieren? Also gestern haben wir schon drüber gesprochen, deswegen würde ich da nicht zu sehr darauf eingehen wollen. Aber was ich hier im Grunde nochmal herausstellen möchte, und Sie können sich später nochmal genau anschauen, für mich war das ein Kernbeitrag von Netz zu diesen Errungenschaften. Also im Grunde, es war im Grunde eine Art und Weise, eine Shoppingliste, eine Einkaufsliste zu erstellen für die Fluggesellschaften und für die Flughafenbetreiber. Welche operativen Möglichkeiten hat man denn? Also hier geht es darum, welche Best Practices haben wir denn? Also steilerer Anflug und DLR und DFS haben da wirklich tolle Arbeit geleistet. Und da freuen wir uns auch drauf, uns da auszutauschen mit denen. Auch in den letzten Diskussionen hatten wir so Themen wie kontinuierlich Sinkflug und verschiedenste andere Faktoren, Ausfahren des Zeitpunkt des Ausfahrens des Fahrwerks und so weiter. Also alle Möglichkeiten haben wir schon mal angesprochen, aber nicht alle können alles machen. Einige können bestimmte Sachen nicht umsetzen. Was wir im Grunde gesagt haben, das ist eine nachhaltige Weg in die Zukunft. Das sind die Möglichkeiten für die Flughäfen und für die Fluggesellschaften und die können im Grunde entscheiden, welche sie davon umsetzen wollen, um die Lärmbelastung um die Flughäfen herum zu verringern. Also noch ein bisschen was über den Gleitanflug. Also wir haben ja schon in den letzten Tagen dazu was gehört. Also wir haben das schon eine Weile lang umgesetzt in Großbritannien. Ist es im Grunde so, dass wir eine Art von Vertrag schließen zwischen dem Fluglotsen und dem Piloten. Also der Fluglotse gibt dem Piloten die entsprechenden Informationen, dieser kann das dann entsprechend planen, um natürlich auch die Kerosinziele einzuhalten. Das ist natürlich gut für unsere CO2-Ziele, aber auch für die Lärmbelastung an den Flughäfen. Das ist das Konzept, das allgemeine Konzept.
aber bei Netz sind wir sehr, sehr datenfokussiert und um also bestimmte Ziele für unsere operativen Einheiten zu definieren in Großbritannien, haben wir ein spezielles Instrument definiert und mit diesem Instrument können wir die An- und Abflugprofile analysieren, um einfach zu analysieren, wo auch mehr oder weniger Lärm entwickelt wird und natürlich daraus die entsprechenden Ziele abzuleiten und den Prozess zu verbessern. Ich zeige Ihnen da auch noch ein paar Daten zu den Möglichkeiten, die wir haben. Als wir es eingeführt haben, hatten wir eine Probephase mit am Flughafen von Edinburgh in Schottland. Und es war sehr, sehr interessant, denn einige Fluggesellschaften, als wir ursprünglich mal angefangen haben, wussten gar nicht, wie sie im Punkt CDA dastehen. Also zwei bestimmte Fluggesellschaften sogar haben im Grunde die gleichen Flugzeugtypen betrieben, hatten aber einen Unterschied von 20% im Hinblick auf die operative Performance. Und dann haben sie im Grunde die Daten gesehen und haben gesehen, oh, da gibt es ja Standardverfahren, die kannten sie gar nicht und die natürlich auch in einigen Fällen die Anwendung von CDA verhindert hat. Und das heißt also, wir haben hier den Radar-Service in Edinburgh verbessert damit und wir haben auch gleichzeitig eine Verbesserung um 20% bei CDA beobachtet und natürlich auch die Verbesserung der Kerosineffizienz, 160 Tonnen nämlich, und auch der CO2-Emissionen. Das soll im Grunde nur beweisen, dass auch Daten, die Datenlage operative Situationen untermauern kann und verbessern kann. Also hier sehen Sie einige Beispiele. Relativ detailliert haben wir das erfasst. Wir können das natürlich runterbrechen bis auf die Überwachung durch die Flugsicherung, die jetzt im Grunde mit einer Stoppuhr sagen kann, okay, wie sieht die Performance aus bei dem und dem. Und natürlich sprechen auch die Fluggesellschaften jetzt heute mehr miteinander und dann kann man Benchmarks aufstellen und sagen, okay, der Beste kann mit dem Schlechtesten sprechen, um seine eigene Leistung entsprechend anzugleichen. Also, hier sehen wir auf der rechten Seite diese Folie. Wir können im Grunde abtragen, wo die Nichteinhaltung passiert. Und dann auf der linken Seite sehen Sie, wir können auch genau sagen, im Hinblick auf die Flughöhe, wo die entsprechenden Abweichungen passieren. Und das ist natürlich wertvoll, auch für die Fluggesellschaften, dass letztendlich sagt, okay, Flugsicherung, das sind zwei Punkte, die wir hier identifiziert haben. Das sind zwei Möglichkeiten für die Konzeptionierung des Flugraums und das ist hilfreich für alle Akteure. Das ist ein Beispiel für die Daten, die wir in dieser Probephase entsprechend erfassen konnten für BA City Flyer beispielsweise und Jet 2. Da gab es Beispiele, die so doch sehr voneinander abwichen und das hatte eben nicht nur zu tun mit den Flugzeugtypen, sondern auch mit der Umsetzung von CDA. Also durch diese Überwachung der Fluggesellschaften können wir natürlich alle zu einer neuen Art von Leistungsfähigkeit bringen. Okay, wir haben also hier diese Probephase in Edinburgh abgeschlossen und arbeiten jetzt mit EasyJet in Bristol im Süden Großbritanniens zusammen. Und wie Sie hier sehen können, in den ersten paar Monaten haben wir allein schon diese Performance von EasyJet verbessern können. Im Grunde einfach nur, indem wir besser verstehen, wann machen Sie CDA, wann machen Sie es nicht und wie können Sie es vielleicht verbessern und damit eben auch Ihre eigene Situation verbessern. Und das sind 50 bis 100.000 Pfund pro Jahr Potenzial, einfach nur durch die Verbesserung des CDA. Was sind also die Trends, die wir beobachten? Wenn wir uns jetzt mal die letzten 6 Jahre betrachten, sehen wir eine Verbesserung von ungefähr 50% bei der Anwendung von CDA für die Londoner Flughäfen haben wir sogar eine Verbesserung von 60 bis 75% in der Anwendung von CDA.
Also, was sind die nächsten Schritte? Also auch da kann ich sagen, wir haben diese Roadmap über die Nachhaltigkeit der Lärmbelastung im Flugverkehr aufgestellt. Also natürlich weitere Verbesserung der CDA-Anwendung, und zwar in allen Flughäfen in Großbritannien. Wir arbeiten also mit uns. In London sieht es momentan so aus, dass wir bei 6.000 Fuß sind, und da können wir noch ein bisschen was erreichen. Und da sind wir vielleicht bei 85-90% dessen, was möglich ist. Wir versuchen natürlich, Informationen weiterzugeben, und diese Informationen sollen dann die Fluggesellschaften nutzen, um ihre CDA-Ziele zu erreichen, die aktuelle Lage zu verbessern. Also Daten sind hier ganz, ganz wichtig als Element. Ja, also das ist nur ein Anzeichen für das, was wir momentan machen. Dieser Gleitanflug ist natürlich Kern der Möglichkeiten, die wir im Anflug nutzen können. Aber es gibt natürlich auch andere Konzepte. Wir arbeiten jetzt mit den Fluggesellschaften und Flughäfen zusammen, um einfach zu definieren, was können wir denn noch heben an Potenzial. Und das hier beispielsweise ist ein Flugversuch für die Frühmorgenflüge. Das ist natürlich ein Konzept, wo wir den Gemeinden Vorhersehbarkeit an die Hand geben und da eben auch Verantwortung für Lärmemissionen zeigen. Das hat ursprünglich mal die Regierung initiiert, und sie hat dann gesagt, okay, BAA und Heathrow, wie kann denn die lokale Lärmbekämpfungsgruppe und die übergreifende Organisation für den Flugverkehr in Großbritannien zusammenkommen und hier gemeinsame Ziele für Heathrow finden. Und das war eine große Herausforderung, kann ich Ihnen sagen. Aber als Teil dessen, wenn wir eben hier in Heathrow arbeiten, dann haben wir gesagt, okay, wir müssen alle an den Tisch bringen, die Fluglotsen, die Flugsicherung, die Fluggesellschaften, die Gemeinden und so weiter. Also British Airways hat hier auch ganz stark unterstützt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben auch mit den Gemeinden gesprochen, und haben gesagt, okay, was können wir denn überhaupt heben an Potenzial? Was sind Ziele, denen wir uns verschreiben können? Und wie können wir da eine neue Beziehung auch aufbauen zueinander als gleichberechtigte Akteure? Und was ganz wichtig war, gut, Messungen war ein Punkt, aber welche Flugversuche können wir machen, um die Situation zu verbessern? Da haben wir ein paar Workshops gemacht. Welche operativen Möglichkeiten haben wir denn zusammen mit British Airways und BAA? Und zwei Konzepte sind da rausgekommen. Eins werde ich heute vorstellen, das andere werde ich nicht vorstellen. Also wir haben zum einen darüber gesprochen, über die Art von Technik, nämlich die Präzisionsnavigation. Können wir das im Grunde nutzen, um die Lärmbelastung im Abflug zu verringern? Das wiederum werde ich jetzt nicht vorstellen, aber das zweite Thema waren die frühen Flüge, die frühen ankommenden Flüge, die Ausrichtung der Start- und Landebahn heißt im Grunde, dass die Flüge, die zwischen 4.30 Uhr und 6 Uhr ankommen, über die Innenstadt von London fliegen. Und da das so früh morgens ist, ist das ja auch eine sensible Tageszeit. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen mal einen Versuch und versuchen zu minimieren, die Lärmbelastung in diesen frühen Morgenstunden zu minimieren. Und ganz, ganz allgemein ist das, was wir gemacht haben. Also hier in Heathrow gibt es eine Regel. Man kann innerhalb von 10 nautischen Meilen im Norden da bestimmte Routen eben nicht fliegen. Und das heißt also, in einer Woche haben wir gesagt, okay, in bestimmten Kästchen hier machen wir das so, und in Woche 2 vermeiden wir die äußeren Kästchen. Und wie funktioniert das eben für die Gemeinschaft?
Erkennen die überhaupt Unterschied? Es war also keine technische Lösung, sondern eine Arbeitslösung. Wir haben uns die Radarkarten angeschaut und haben gesagt, okay, das sind vorübergehende Betriebsanweisungen für die Piloten, die diese Routen fliegen, zwischen, wie gesagt, 4.30 Uhr und 6 Uhr. Und wie hat es dann funktioniert in der Realität? Also, das ist jetzt ein Beispiel für die inneren Kästchen, die aktiv sind. Und hier sieht es im Grunde um die 16, 17 Flugzeuge, die in diese Zeit nach London einfliegen. Also hier sollen diese Kästchen vermieden werden und dort eben die Nachtruhe der Bürger gesichert sein. Und dann haben wir, wie gesagt, diese Kästchen an beiden Enden. Und der Versuch war im Grunde innerhalb von 90%, also 90% und 95% der Flüge haben das eingehalten. Warum 5% nicht? Naja, manchmal gab es halt Notflüge, die direkt fliegen mussten oder andere Wetterbedingungen, die das eben unmöglich machten oder manchmal, das ist zum Beispiel in 777 von BA, der 100 Meter zu nah rankam an dieses Kästchen, was wir definiert hatten. Es war also auch eine Nicht-Einhaltung. Insgesamt, wie gesagt, also für so einen Versuch, 95% ist schon ziemlich gut, 95% Einhaltung. Wo sind wir jetzt? Was machen wir denn danach? Also wie gesagt, wir haben am 5. November begonnen und haben am 31. März diesen Jahres beendet. Und wir hatten einige Treffen auch mit den Gemeinden, mit den entsprechenden Bezirken vor und nach der Probephase. Und dann haben wir auch einen Bericht erstellt, können Sie auf unserer Website abrufen. Das ist natürlich nicht das Ende der Diskussionen. Wir arbeiten auch weiterhin mit den entsprechenden Akteuren. Was sind die nächsten Schritte? Nun ja, ich würde sagen, wir haben es vielleicht schon gedacht, als wir es mal angefangen haben. Manchmal, wenn man sowas macht, dann hat man unbeabsichtigte Konsequenzen. Die Flugzeuge müssen natürlich irgendwohin fliegen. Und zusammen mit der Gemeinschaft haben wir gesagt, im Hinblick auf die Beschwerden, die wir erhalten haben, haben einige Leute gesagt, ja, super, jetzt können wir in einer bestimmten Woche garantiert wissen, dass wir morgens nicht aufgeweckt werden. Aufgrund dieser Flugverbotszonen hatten wir ja Konzentrationen von Flugzeugen in anderen Zonen. Und in London ist es natürlich schwierig. Was wir im Grunde geschlussfolgert haben, ist, dass wir nie allen natürlich Genüge tun können. Aber es war gut für die entsprechenden Bezirke mal zu sehen, welche Möglichkeiten haben wir. Wir haben auch noch einen weiteren Versuchszeitraum für die Abflüge in Heathrow. Und das können wir dann vielleicht bei einer anderen Gelegenheit noch behandeln. Also wie gesagt, Heathrow war dieses Beispiel. Gatwick hat auch sowas Ähnliches gemacht. Das ist im Grunde eine Dichtigkeitskarte, wo abgetragen wird, welche Lärmbelastung wo stattfindet. Wenn wir uns jetzt das mal anschauen, hat der Flughafen zwei Bereiche identifiziert, wo man im Grunde die Lärmminderung nachts ausprobieren wollte. Dies sind diese Bereiche, wo sie gesagt haben, okay, die sind besonders sensibel. Man hat eben sich getroffen mit den Gemeinden und hat gesagt, okay, dort wollen wir das machen. Also ist auch wie so eine Art Flugverbotszone, gleiches Prinzip, auch diese Kästchen, wie Sie vorher schon gesehen haben. Und wie gesagt, bestimmte Routen sind geflogen worden. Einige, wie gesagt, sind wieder abgewichen. Das haben wir dann auch untersucht. Aber hier haben wir es geschafft, diese Flugverbotszone umzusetzen und sie zu integrieren in die Routen und daher eben diese bestimmten Bereiche zu vermeiden an diesen Tageszeiten. Das heißt also einige Erfolge. Wir haben keine Beschwerden bekommen über Konzentrationen in diesem Versuchszeitraum. Aber wie gesagt, das ist auch Gatwick, ist ein bisschen anders sensibel als London natürlich. Hier Stansted haben wir auch einige Präzisionstechniken ausprobiert, um zu sehen, welche Bereiche können wir damit entlasten im Anflug.
Oh ne, Entschuldigung, das ist Abflug. Und also wie gesagt, hier sehen wir, dass es eine relativ große Bandbreite von Flugrouten gibt. Und deswegen haben wir gesagt, Präzisionsabflüge sind hier die Lösung. Und damit können wir einen Großteil der Region doch deutlich entlasten und haben im Grunde gesagt, okay, wir müssen diese Flugbandbreite sozusagen verringern. Das hier ist ein weiteres Beispiel. So konnten wir auch mit Präzisionsnavigation eben die beeinträchtigte Zone deutlich verringern. Auch ein weiteres erfolgreiches Beispiel. Was kann also die Flugsicherung machen, um die Lärmbelästigung zu verringern? Also es sind einige Beispiele aus Großbritannien, von denen wir glauben, dass sie auch Chancen für andere Flughäfen bieten. In der Lärmminderung sind sie perfekt. Nein, natürlich nicht, aber es ist ein großer Schritt, denn wir haben ganz eng gearbeitet mit den Bürgern und haben gesagt, okay, das sind die Schritte, die wir jetzt mal ausprobieren. Und wie gesagt, im Hinblick auf die Zusammenfassung, CDA, weitere Verbesserungen sind möglich. Wir haben eben diese Daten, die wiederum die Ziele vorantreiben. Wir nutzen diese Datenlage natürlich auch für die Zieldefinition und natürlich hier, Sie haben es gesehen an den Beispielen aus Großbritannien, das wird natürlich weiter auf der Agenda bleiben. Das sind diejenigen, die vielleicht auch Ideen vorbringen können und wertvolle Beiträge leisten können, aber natürlich auch enger Zusammenarbeit mit den Fluggesellschaften und den Flughäfen, aber eben auch die Zusammenstellung von Feedback und dieses Agieren entlang dieses Feedbacks und dann natürlich diese Roadmap für die Verringerung der Fluglärmbelastung, nachhaltige und natürlich auch ein Handeln entlang dieser Vorlagen. Das ist eine Shoppingliste, das ist eine Vorlage. Wir arbeiten natürlich mit den Fluggesellschaften, mit den Flughäfen und schauen uns an, welche Chancen gibt es, welche weiteren Verbesserungsmöglichkeiten. Vielen Dank. Thank you very much, Mr. Jobson. Vielen Dank, Herr Jobson. Damit wir ein kleines bisschen Zeit aufholen, Gelegenheit noch für ein oder zwei Fragen. Bitte denken Sie daran, dass Mr. Jobson auch heute Nachmittag in der Diskussionsrunde noch mit zugegen sein wird, sodass dort also auch noch das eine oder andere diskutiert werden kann mit ihm auch als Beteiligten. So, wo waren da hinten? Und dann hier in der Mitte. Yes. Hello, Daniel Schad, Austria Control from Vienna. Ja, Austria Control aus Wien. Ich wollte nur mal ein bisschen was wissen über die metrischen Anwendungen für die Verhinderung bestimmter Höhen. Ist das etwas, was wirklich gut ist aus der Sicht des Energiemanagement? Ist es ja sehr wichtig, man muss da ja letztendlich die Geschwindigkeitspausen einlegen. Ist das denn gut für alle Seiten? Ist denn tatsächlich es gut, diese Segmente bei CDA zu haben? Ja, das ist eine gute Frage, die Sie da stellen. Vor einigen Jahren haben wir einen Kodex entwickelt für CDA, der auch Teil war der nachhaltigen Bemühungen der Regierung Großbritanniens. Und hier geht es im Grunde um die Flugzeugtypen und welche Art von Energiemanagement-Vorgaben man eben dort braucht für den Anflug. Also unser Profil hat es uns zugelassen, eben entsprechend zugelassen zu definieren, welche Segmente möglich sind und welche nicht möglich sind aus einer Energiemanagement-Perspektive, damit wir im Grunde das Tool darauf konzipieren können, welche Längen die einzelnen Segmente haben. Und somit eben das auch aus der Energieseite zu berücksichtigen. Herr Braun, kommt schon. Of the benefit of better understanding. Okay, nur damit ich es besser verstehe, zwei Fragen zu den Karten, die Sie gezeigt haben. Die Flugrouten, sind die über Radarvektoren abgeleitet worden oder sind die über die Performance-Tools der Flugzeugnavigation erstellt worden? Und Frage zwei, welche logischen Erwägungen haben Sie denn angewendet für die Vermeidung bestimmter Wetterbedingungen? Ja, das sind
Das sind, die sind Radardaten, die wir da genutzt haben für die Definition der Flugrouten. Im Hinblick auf die Vermeidung von Wetterbedingungen, also das würde natürlich bedeuten, dass wir einige dieser Boxen, dieser Kästchen verletzen, dass wir da eben drüber fliegen. Also diese Wetterbedingungen sind besondere Stürme, extreme Wetterbedingungen, und in solchen Situationen war es natürlich klar, dass das Flugzeug darüber fliegen musste. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Auf einem in der Folie haben Sie gesagt, okay, Lärmminderung haben Sie erreicht. Also haben Sie Lärmminderung erreicht oder haben Sie sie eher fokussiert oder verlagert auf andere Bereiche? Also welche Unterschiede können wir da definieren zwischen diesen beiden Bereichen? Ja, die Perspektive der britischen Regierung zum Thema Lärmmanagement und die politische Richtung, die man da definiert hat, ist, dass wir den Lärm vermindern und konzentrieren in gewisser Weise. Natürlich im Hinblick für diese Routen, also ich meine, das ist natürlich für diejenigen wichtig, die unter der Flugroute wohnen. Und was wir uns jetzt anschauen, ist größere Aspekte. Wir beraten gerade über Südengland und einige Details. Entlang der Frage, kann man diese Präzisionsflugrouten umsetzen und sie trotzdem abweichen lassen, damit nicht allen einen Ort oder einen Bezirk immer die gesamten Lärm abbekommt. Da gibt es natürlich operative Herausforderungen im Hinblick auf die Flugmanagementsysteme im Flugzeug. Da müssen einige Anpassungen passieren. Aber wie gesagt, wir schauen uns jetzt an, ob das möglich ist. Und auch innerhalb von Konzentrationen kann man abweichen, um eben den Leuten eine Vorhersehbarkeit zu liefern. Und wir hoffen, dass wir das auch in einigen Konzepten in der nahen Zukunft umsetzen und ausprobieren können.